draußen. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Habt ihr auch solche kleinen Stanzen, so Motivstanzer oder vielleicht auch größere? Nach einer Weile kann es sein, dass die stumpf werden. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die wieder schärfen könnt. Bitte macht es nur mit einer Hilfe von einem Erwachsenen. Okay? Versprochen? Also, ich habe hier eine große Stanze mal vorbereitet, weil eigentlich sind meine Stanzen alle scharf, aber die schwächelt im Moment ein wenig. Und dann nehmen wir mal ein Stück Papier und ich habe immer die Klappen unten draußen, das ist einfach aus Faulheit. Und wenn ich jetzt ganz genau hinschaue in den Spitzen, und das ist jetzt wirklich sehr, sehr schwer zu sehen. Hier kann man das sehr gut sehen. Da ist es richtig fransig. Dann will ich euch mal zeigen, wie ich die jetzt wieder schärfe. Ihr braucht, das ist übrigens nicht meine Idee, ist eine Empfehlung von dem Hersteller, der die mir verkauft hat, braucht Aluminiumfolie. Und ihr könnt entweder so die Aluminiumfolie nehmen, die ihr in der Küche habt. Die müsstet ihr falten. Oder falten. Nicht oder, sondern nochmal falten. Und dann einfach die Stanze einschieben und mehrmals stanzen. Jetzt bei dieser ist das ein bisschen dumm, die verhängt sich immer. Muss man gucken, wie man die rausbekommt. Vorsichtig. Oder ihr könnt natürlich auch von eurer Schokolade die Aluminiumfolie nehmen. Oder was ich gesammelt habe oder immer sammle, sind die Deckel von den Joghurt oder dem Frischkäse. Die sind nämlich auch aus Aluminium. Die kann ich jetzt wiederverwerten, indem ich sie zum Schärfen meiner Stanzen nehme. So, dann legen wir mal los. So, jetzt habe ich eine ganze Menge Müll auf dem Tisch und da sind auch kleine Stücke dabei und die pieksen. Die lege ich jetzt einmal so in meine Schale rein, denn dieser ganze Müll, wo kommt der hin? Klar, bei uns hier in Ulm in den gelben Sack. Also wenn ihr einen gelben Sack habt oder eine gelbe Tonne, könnt ihr da diese gestanzten Aluminiumdeckel hineintun. Ups, guckt mal, da habe ich noch eine ganze Menge drunter hängen. So, jetzt mache ich mal eine Probestanzung. Oh ja, da ist noch eine Stelle. Da ist noch eine Stelle. Mal gucken. Gut, also weiter. Und so arbeite ich immer weiter, bis meine Stanze scharf ist. Jetzt diese ist so eine ganz spezielle Stanze, die wirklich sich immer ein bisschen sehr anstellt. So, jetzt müsst's passen. Ach, die geht ganz einfach durch. Scharf. Wieder geschärft. Was jetzt passiert ist, wenn man die Stanzen sehr oft nutzt oder man hört das jetzt auch ein bisschen, es schleift ein wenig, es ist ein bisschen, wie kann ich das sagen, es rutscht nicht mehr so schön. Da empfiehlt der Hersteller, Wachspapier zu stanzen. Dann gibt es extra zu kaufen, aber ihr kennt mich, das brauchen wir nicht unbedingt kaufen, das stellen wir uns selber her. Und zwar habe ich hier, ich habe das nämlich vorher ausprobiert, ob das geht, einfach so ein Teelicht genommen. Brauche ich nur eine Unterlage, weil das Dreck macht. Und ihr könnt selbstverständlich jede Sorte von Papier nehmen. Ich habe jetzt bloß blau genommen oder ein farbiges Papier, damit ihr besser sehen könnt, was passiert. Also ihr müsst das ganze Papier mit dem Wachs, mit der Wachskerze anmalen. Dann die andere Seite, offensichtlich. Die Kerze ist jetzt ganz verformt. Und dann brauchen wir ein Stück Küchentuch. Und alle Krümel, die wir da drauf haben, müssen wir wegwischen.
Das ist wichtig, sonst habt ihr die Krümel nachher in eurer Stanze und das wollt ihr nicht. Der Seite noch. Richtig schön eingeschmiertes, wachsiges Papier. Vorsichtig lege ich mal die Zeitung beiseite. Die schüttle ich nachher aus. Und jetzt stanzen wir wieder. Wird immer leichter mit jedem Mal. Das ist ganz lustig. Oh, so, kann man hier noch ein Stück drin hängen. Das passiert bei dieser Form immer wieder. Und jetzt habe ich meine Stanze geschärft. Sie ist einsatzbereit, sie ist flexibel. Und wenn ihr noch keine Stanzen habt, manchmal gibt es die auch in so ganz günstigen Läden, so kleine. Die wären ideal für eines unserer Bastelprojekte in naher Zukunft. Zwar nur ein kurzer Tipps- und Tricks-Film mit Informationen, wie schärfe ich meine Motivstanzen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, macht es gut und bald ist Ostern, da gibt es dann was Osterliches. Bis dann. Tschüss.